Ah, wenn wir ins Haus reingehen, ändert sich die Musik. Okay. Oder der Sound. So. Ja. Ich frage mich, wenn wir... Ich mach mal die Tür zu. Kann ich im Spinti was reinlegen? Geht das? Ach so. Man kann es nicht mehr benutzen. Wenn man einmal rausgeräumt hat, geht's nicht. Ich kann aber jetzt hier nicht irgendwas reinlegen, oder? Nee, es geht nicht. Okay, alles klar. Gut, das heißt, wir müssen irgendwie eine Kiste bauen. Heißt also für uns, ich frage mich, ob wir jetzt hier diese Werkbänke bauen können. Kann ich die hier hin... Ja, das geht. Oh, wie gut. Das ist ja supi. So, pass auf. Dann würde ich hier... ich rotate das mal. So, warte. Ich muss ein bisschen richtig stehen, damit das... Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Was ist denn das für eine Taste? Rotationswinkel. Nee. Was ist das für eine Taste? Rotationswinkel ändern. Ist das die Enter-Taste? Nee. Die alte Snappen. Das ist Ducken. Was ist das für eine Taste? Ich guck mal eben in Einstellung. Warte mal eben. Benutzeroberfläche. Wo haben wir es denn? Da, Steuerung. Besondere Licht, lalala, Schnittstelle, Aktionen. Haben wir bauen? Ah, hier bauen. Rotationswinkel ändern. Nonnen. Achso. Das ist jetzt eine gute Frage. Kann ich Rotationswinkel auf der Maustaste? Ich probiere das mal. Ich habe jetzt eine Maustaste mal gewählt. Ich habe ein paar Tasten an der Maus. Dann geht das ja. So, warte. Baumodus. Rotationswinkel ändern. Ah, jetzt kann ich ganz leicht drehen. Ah, das ist supi. Sehr schön. So, pass auf. Dann würde ich das hier so reinsetzen in die Ecke. Warte. Und Moment. So. Ich hoffe... Ja, das passt doch hier sehr schön rein. Das ist supi. Das ist gut. Das kann ich leider nicht zerstören hier, ne? Schade. Ich wünschte, ich könnte es, aber egal. Ich hoffe, wir haben jetzt... Wird's denn schon Tag? Nee, ne? Nee. Ich hoffe, wir haben das jetzt nicht, Der Mond geht aber, glaube ich, unter, oder? Ja, ich glaube schon. Ich hoffe... Wir haben das mit den Wellen jetzt nicht übertrieben, dass es jetzt nicht zu lange dauert. 300 Minuten ist schon eine Weile, ne? Aber gut, da können wir uns wenigstens ein bisschen drauf vorbereiten. Oder ich stelle das nochmal runter, müssen wir mal gucken. Ich würde das jetzt erstmal, wie gesagt, so lassen. So, hier konnten wir den Bogen herstellen, das mache ich auch direkt mal. Inventar ist voll, kann ich denn... Ach, Sachen reparieren war doch mit dem Reparaturtool, ne? Hier, Ausrüstung. Aber wir haben leider keinen Platz im Inventar, ich muss irgendwas loswerden. Oder können wir irgendwie Kisten bauen? Guck mal eben, können wir Lager bauen? Werkbank, Forschungstisch. Was ist das? Steinbruchmaschine? Bergbaumaschine? Was zur Hölle? Hier, Kisten. Oh ja, können wir bauen. Mach ich direkt mal. Ich würde sagen, hier ist unser Schlafzimmer. Ich würde hier so ein bisschen Lager vielleicht reinbauen. So, warte. Nein. Jetzt bitte ganz in Ruhe. Gemächlich. Ich finde das Bausystem ganz cool, muss ich sagen. Es ist nicht schlecht. Ist auch nicht das Überdingen, aber es funktioniert. Es tut, was es soll. So. Was packen wir denn da mal rein? Ich würde sagen, wir packen das mal da rein. Dann die Munition. Die brauchen wir aktuell nämlich auch gerade nicht. Und, ja, hier das Blatt. So, dann können wir nämlich hier mal eben schnell den Kram nämlich auch mal hier mitnehmen. Dann ist es auch weg. Und hier, das auch. So, ich würde trotzdem nochmal eine Kiste bauen. Wir brauchen aber noch Nägel. Warte. Wurden die an der Werkbank hergestellt? Mal eben. Nein, das wurde an der anderen. Moment. Welche war denn das nochmal? Das war die, ne? Die war das, glaube ich, die normale Werkbank. Die war auch schon ein bisschen größer. Die kriegen wir in dem einen Raum natürlich nicht rein. Trotz alledem würde ich gerne gucken, ob wir die irgendwo hier platzieren können.
geht das komischerweise, auch wenn da irgendwas drin steht. Weiß nicht, ob sie. Das vergrößert sich ja nach einer Zeit. Man kann das, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, das ist ja jetzt erstmal nur so ein Tisch. Man kann das später, glaube ich, upgraden. Und dann wird das so groß, was man gesehen hat. Deswegen, aber für unsere Zwecke jetzt hier, das ist ja noch nicht unsere Endwohnung, reicht das. Ach nee, das waren ja nur die Holzbretter. Ah, oh, toll. Der andere Tisch war das gewesen. Der hier. Ja, warte. Wo? Wie ich den da irgendwo hin? Wer soll das nicht ansnappen? Hör auf damit, lass das. So ein Schiss. Ja, so ein Schiss ist auch gut. So ein schöner morgendlicher Schiss. Ah, das tut immer gut. So, das tut immer gut. Den Tisch würde ich jetzt erstmal dahin packen. In die Nische, weil der guckt ja noch nicht so viel raus. So. Ja, das sieht ganz gut aus, genau. So. Dann Nägel. Hätte ich gerne. Ja, das Maximum 4 Stück. Können wir jetzt. Was wollte ich denn jetzt bauen? Ich wollte Reparatursatz bauen, ne? Nee. Doch, auch. Reparatursatz wollte ich bauen und ich wollte den Bogen erstmal reparieren. Wie geht das? Ziehe ich das einfach drauf? Nee. Ich weiß nicht, wie das geht. Aber was wollen wir denn mit den Nägeln nochmal bauen? Plastik, Stoff. Was wollten wir denn nochmal bauen mit den Nägeln? Bin ich jetzt... Ach, eine Kiste. Genau. Wir wollten noch eine Kiste bauen. Oh, Plastik und Holzbrett. Plastik konnten wir aber herstellen, ne? Ah, müssen wir aber erst Ingenieur befördern. Oh nein. Müssen wir Plastik sammeln. Trotz alledem frage ich mich gerade, wie wir das Reparaturset benutzen können. Wie funktioniert denn das? Wir können damit schießen? Toll. Aber es ist doch kaputt, der Bogen. Wie repariert man denn die Sachen? Wie geht denn das? Geht für die Reparatur von Ausrüstung herstellen. Ausrüstungsfertigungstisch. Ach, da brauchen wir nochmal einen speziellen Tisch für. Der wo ist? Ausrüstungswerkbank ändern. Ausrüstungsfertigungstisch, der ist das. Da brauchen wir ein Stück Eisen für. Das ist ja doch komplexer, als ich dachte. Gut, nichtdestotrotz würde ich natürlich gucken, dass wir auch erstmal irgendwie speichern. Wie, gibt's hier eine Quick-Save-Option? Also, dass man schnell speichern kann? Fahrzeugkonsole. Steuerungsmodus ändern? Nee. Quick-Slot-Interaktion. Schnittstelle eine Hälfte. Ein Aus, Charakterinformation, Startpunkt, Ausweichen, Bewegung, Zielen, Angreifen, Mausempfindlichkeit. Ist keine Schnellspeicheroption. Also man kann das hier machen. Aber meistens ist das ja immer irgendwie F6 oder so. Drück mal F6, F3. Oh, nein. Aus Versehen habe ich ein Bild gemacht. Okay, man kann aber nicht irgendwie quicksaven mit einer, mit dem Dings. Okay, pass auf. Dann würde ich sagen, gehe ich noch mal ein bisschen auf Reise und hole noch mal ein bisschen Eisen und so. Ich hoffe, da ist ein Auto. Da kriegen wir bestimmt noch mal Eisen. Ich hoffe, es wird jetzt mal irgendwie mal Tag oder so. So langsam. Weil irgendwie füllt sich der Totenkopf jetzt auch nicht. Eine Stunde drei. Level up. So. Alles nehmen. Achso. Ach, das geht ja nicht. Hier kriegen wir, glaube ich, Eisen, ne? Vielleicht müssen wir es doch nochmal umstellen. Stück Eisen, ja. Also mit dem 300 Minuten war schon sehr viel. Weiß nicht, ob das Realtime jetzt ist, 300 Minuten. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Aber wie gesagt, wir können das ja nochmal umstellen. Ist jetzt nur erstmal so testweise. Kann ich die Schilder zerstören? Ne, anscheinend nicht. Okay. Ja, wir brauchen nochmal ein paar Tonnen. So. Stunde 3. Weil die Zeit geht jetzt auch ein bisschen langsamer um, habe ich das Gefühl.
Dann ist das vielleicht doch Realtime, oder? Kann das sein? Steht. Ah, ich dachte, da sitzt einer und kniet. So aus der Entfernung sah das so wirklich so aus. Hier, wenn du so guckst, habe ich gedacht, da sitzt einer im roten Kleid und kniet. Gott, ich habe meine. Alter, meine Vorstellungskraft einfach, ne? Das ist. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. So, jetzt würde ich doch nochmal eben schnell eine Kiste bauen. Weil wir jetzt ein bisschen Eisen haben. Ist gerade ein bisschen entspannter, finde ich. Als wir jetzt schon die erste Welle zu haben. So, Tür zu. So, pass auf. Wir machen nochmal eine Lagerkiste, wo wir. Ach ja, wir brauchen ja Plastik, ne? Ah, und. Metall brauchten wir für. Was brauchen wir denn nochmal für Metall? Also für was? Schlagring, auch schön. Macht wie viel Schaden eigentlich? 20. 25 macht das Rohr. Okay. Ich bleib beim Rohr. Ich bin Klempner. So nebenbei. Gut. Stunde 4. Ja, die Zeit geht wesentlich langsamer um. Werde ich wahrscheinlich nochmal umstellen müssen, können, wie auch immer. So, kriegen wir Plastik her? Zerstören? Was kriegen wir da durch? Plastik oder Stein? Nägel? Okay. Warum auch immer wir Nägel bekommen? Ah, Plastik auch. Nice. Da gab es gar nichts, oder was? Nägel, Nägel. Okay, ich frage mich, wo wir... Oh, ich will ungern... Ich würde auch gern da in diese Halle. Ich glaube, ich stelle das nochmal... Ich glaube, ich werde das nochmal umstellen. Ich speichere mal eben. Mit der Zeit. Weil 300 Minuten ist schon eine Hausnummer, ne? Glaube ich. Ich ändere es nochmal. Ich speichere mal eben hier. Warte mal. Ich mache mal eben Quick Save. So. Und gehe dann mal zum Titelbildschirm. Ja. Sorry, dass das so jetzt ist, aber wir müssen ein bisschen rausfinden, weil ich fand das ein bisschen sehr, sehr schnell, die Zombie-Runde. So, kurz Singleplayer. Schwierigkeitsgrad ändern. Und zwar hätte ich gerne... Also es war bei 180 war es, ne? Und 300 ist Maximum. Dann machen wir anstatt 180 mal 240 geht nur. Machen wir das mal. So, und starten mal das Spiel. Und dann schauen wir mal, was dann passiert bei 240. Wenn es dann wieder zu schnell ist, kann ich ja immer noch umstellen. So. Das sind 3 Stunden. Es müssen 4 Stunden sein, ne? Oder? Wenn es Realtime ist, sind es, glaube ich, 4. Sind es 4 Stunden? 240 müssen 4 Stunden sein, ne? Oder? Ich bin nicht gut im Rechnen. Ihr wisst das. Es tut mir leid. So. Nichtsdestotrotz freue ich mich immer noch auf das Spiel, weiterzuspielen. Huch. So. Lampe an. Und so. Aber 1804% haben wir oben immer noch stehen. Ach, das ist diese Prozentanzeige der Skala. Okay, alles klar. Aber wir haben jetzt das auf 240 stehen. Bin mal gespannt, ob die Zeit jetzt ein bisschen schneller umgeht. Schauen wir mal. Kann aber auch sein, dass das die Zeit... Okay, der Mond ist auf jeden Fall schon mal untergegangen. Und die Sonne geht da hinten auf. Die Zeit kann aber auch bedeuten, dass das einfach die Zeit ist, wie schnell die Tage hier umgehen und nicht die Wellen. Wie schnell die ist. Ich denke mal, es wird ja 24 Stunden sein. 4 Uhr bedeutet wahrscheinlich 4 Uhr morgens. Und wenn 24 ist, dann kommt jede Nacht eine Welle, oder was? Holy shit. Okay, dann lass mal gucken. Wir sind ja jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen vorbereiteter. Vielleicht finden wir ja irgendwann mal Waffen oder so. Wir brauchen jetzt erstmal Plastik. Und es wird ein neuer Tag anbrechen. In der Zombie-Apokalypse. So, das ist eine Decke. Da hinten läuft jemand. Ich will ungern hier langsam so nachts rumschleichen. Das macht mir Sorgen. Was? Ah, moin. Danke. Für was auch immer. Forschungsmaterial und ein Stück Eisen. Das zerstöre ich mal. So.
Wir brauchen Plastik für die Kiste, ne? Level up! Ja, ich nehme es mal mit, weil Eisen ist mal ganz gut. Öl kriegen wir sogar auch. Komischerweise war wahrscheinlich noch Öl drin in dem Fass. Ich bin aber so, ich bin immer oben so ein bisschen am gucken, ob der Totenkopf so langsam steigt. Oh ja, es wird Tag. Ah, schön. Ich freue mich. So. Bisschen gruselig, ne? Ja, komm du mal. Hä? Wo will er hin? Aua. Aua. So. Ja, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen ans Kämpfen. Ich brauche Plastik. Gibt's hier Plastik? Gibt's auf jeden Fall jede Menge Eisen. Das nehme ich alles mit. Was wir haben, haben... Uah, nein. Was wir haben, haben wir. Oh, wir haben sogar zwei Plastik. Geil. Stimmt. Von der Barrikade haben wir ja, glaube ich, Plastik bekommen. Die Frage ist jetzt... Die Frage, die mich jetzt stelle, reicht das für die Kiste? Guck mal eben. Was brauchen wir denn für die Kiste? Ah ja, es geht. Okay, nice. Dann düse ich mal eben zurück. So. Ah ja, ein neuer Tag bricht an. Datum 1. Ist das jetzt Tag 1 dann noch? Ich denke mal, ne? Aber letztes Mal schwamm der Totenkopf schon echt relativ zügig durch. Naja, gut. So. Guten Tag. Immer komisch, dass hier so komische Geräusche entstehen. Bei dem, na sagen wir schnell, wenn man im Haus reingeht, aber egal. So, ich baue eine Kiste, die wir jetzt hier platzieren werden. So, und zwar direkt daneben. So, warte. Ich sehe das nicht durch das Rohr, warte mal, ich mache das Rohr mal eben weg. Sieht man so blöd. So, dann. Ja, warte. Das sieht ganz gut aus, glaube ich. Ja, ich glaube, ich mache das mal so. Jo. Sehr schön. Gut, dann packen wir da erstmal den Stuss rein, den wir gerade aktuell nicht brauchen. Ja, das mit dem Reparieren. Ach ja, stimmt. Da brauchen wir... Da brauchen wir diese Bank, ne? Das ist natürlich kacke. Heißt also, wir können den Bogen nicht nutzen oder wir bauen einen kompletten neuen. Öl brauchen wir gerade nicht. Halt ein Buch, okay. Schwefel brauchen wir nicht. Benzin, Batterien. Wir müssen das alles nachher noch später auch noch sortieren und den ganzen Kram, ne? Die Waffe kommt nach oben. Die kommt dahin. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz hier. Forschungsmaterial 76. Samen. Oh, wir können später anbauen. Oh ja, Bauernhof. Ich freue mich. So, das sieht ganz gut aus. Haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Und, genau, haben wir den überflüssigen Stuss erstmal weg. So, das heißt also, für den nächsten Tutorial, Klamotten. Ah. Der nächste Morgen. Guten Morgen zusammen. Es ist immer noch 4 Uhr. Wo die Sonne so aufsteigt, habe ich eher das Gefühl, es ist schon 5 Uhr, aber egal. Wir müssen ja irgendwie da das Fundament ändern. Wir müssen uns aber auch hier vorbereiten, sprich, wir müssen uns hier Barrikaden bauen. Kann ich... Ich würde gerne schon mal ein paar Wände bauen. Also so Defenses quasi, Defense Wall. Sowas ist ganz schön. Nein, aber ich hätte gerne Wände. Man hatte doch hier auch so Mauern, ne? Wand. Hier. Schutzmauer. Dazu brauchen wir Holz und Seil. Jo. Das funktioniert sogar. Sehr, sehr gut anscheinend. Oh ja. Oh ja, da sehe ich uns. Da sehe ich uns auf jeden Fall. Und dann würde ich irgendwie hier zusehen, dass wir irgendwie vielleicht ja auch die Möglichkeit haben, auf dem Dach zu kommen. Da oben scheint ja auch noch irgendwas drin zu sein. Da waren wir noch gar nicht.
Eine obere Etage scheint es hier zu geben. Gibt es hier eine Treppe, so eine Wendeltreppe? Yo. Oh ja. Freunde, das wird großartig, glaube ich. Müssen nur gucken, wie wir die da oben dran klipsen. Moment. Mal gucken, wo wir da sind. Da sind wir da. Das sieht, glaube ich, soweit ganz gut aus. Problem ist nur, dass wir die so hoch bauen müssten eigentlich. Kriegen die aber nicht hoch genug. Das würde so gehen. Warte mal. Ich denn da mittig drunter? Muss man das ein bisschen angucken. Warte mal, ich springe mal hier über den Zaun. So. Okay, so da bin ich mittig drunter. Ja. Das ist Maximum. Ich baue das einfach mal. Wir gucken mal. So. Jo, das geht. Und wir kommen hier... Na... Und wir kommen sogar rein. Sehr geil. Oh ja. Oh ja, Freunde. Oh ja, hier sehe ich uns. Müssen wir uns zwar ducken, aber ja, für unsere erste Hütte muss ich sagen, es wird. Es ist immer noch Stunde 4. Das ist voll merkwürdig irgendwie alles.